Willkommen zurück, meine verehrten Zuschauer. Ich begrüße euch zu einem neuen Video und heute spielen wir Rinbot. Falls ihr euch fragt, was Rinbot ist, das ist praktisch ein Guessbot, den ihr auf euren Discord holen könnt. Und mit dem könnt ihr unter anderem Anime erraten. Beispielsweise, ich scrolle jetzt mal hier ein bisschen hoch und da könnt ihr sehen, hier war beispielsweise die letzte Runde Dragon Crisis oder Kimito Boku und so weiter und so fort. Also, mit diesem Bot könnt ihr nicht nur Anime raten, sondern auch Visual Novels und Videospiele und unter anderem auch aus Soundfetzen und ähnlichem das Ganze. Das heißt, ihr seid nicht mal auf Bilder beschränkt. Aber am liebsten habe ich es und wahrscheinlich auch jeder anders auf dem Discord, wenn wir einfach gepflegt ein paar Anime erraten. Wir spielen das grundlegend auf Hard. Ich habe es vorher auch auf Extreme gespielt. Das ist auch nicht so ein großes Problem für mich. Aber Hard ist so ein bisschen zugänglicher für die meisten Leute, weil da auch viele Sachen kommen, die man, ich sag mal, von Grund auf kennt. Beispielsweise Boku no Hero Movies oder Haikyuu oder ähnliches. Und ja, warum auch immer das in Hard ist. Das heißt, hier haben wir die größere Wahrscheinlichkeit, dass jeder von euch, der jetzt gerade zuschaut und ein bisschen Anime-Kenntnisse hat, immer noch ein bisschen miträtseln kann. Und ich wünsche euch viel Spaß. Es kann sein, dass ich jetzt nicht alleine rätseln werde, sondern auch Freunde von mir mitmachen. Und falls ja, dann grüßt sie mal schön in den Kommentaren. Oder sie grüßen sich einfach selber. Okay, starten wir eine Runde. SG, wir machen eine Number of Rounds mit 10. Das ist so ziemlich mein Liebstes, weil man dann einfach richtig schön lange guessen kann. Und wir gehen für die Difficulty Hard, habe ich ja schon angekündigt. Okay, und let's go. Haben wir ein bisschen Spaß, würde ich sagen. Das erste ist ein komischer Screenshot. Schauen wir mal, was haben wir hier? Das sieht nach irgendeiner großen Bestie, Schlange oder was auch immer aus. Es ist auf jeden Fall ein Auge. Und ich habe keine Ahnung, was der Rest ist. Mein erster Gedanke gerade ist Bohnennotsand. Oh, ja, okay. Das ist natürlich der beste Screenshot, den wir kriegen konnten. Ich kann froh sein, dass sie zumindest gekleidet ist, ja, also. Mädel mit einem Herzchenanstecker. Das ist ein bisschen schwierig. Und eine Fliege. Das ist auch interessant, dass sie so eine Fliege hier hat. Ich bräuchte ein Gesicht. Princess Principal. Oder auch nicht Princess Principal. Sieht aber aus wie PA Works Princess Principal. Kenn das, es kommt mir ultra bekannt vor. Woher kommt sie? Was ist das für ein Artstyle? Ist das Witchcraft? Es ist Witchcraft Works, oder? Witchcraft Works. Ja, es ist Witchcraft Works, alles klar. Ich habe keine Ahnung, wie Charakter heißen. Das heißt, damit kriegt man mich am ehesten, da ich wirklich... Ich kenne die Anime, ich kann sie zuordnen. Ja, aber keine Ahnung, wie irgendjemand darin heißt. Ich sage einfach, sie heißt drin, weil der am Ende ein I ist und es ist nicht drin. Vielleicht ist das Miu, I don't know. Das ist Hio. Okay, whatever. Den haben wir nicht bekommen, den Punkt. Oder beziehungsweise die Punkte. Es gibt mehr als einen Punkt für die meisten Guesses. Vor allen Dingen auf Hard. Das ist Tejima Senpai. Das ist easy. Oder Tejina Senpai. Ja, das ist easy. Magical Senpai. Vinland Saga auch geschenkt. Genau das meine ich halt. Sowas kommt bei Hard vor, das kennt jeder. Und es ist absolut zugänglich. Das heißt, hier kann eigentlich jeder mitmachen, der Bock darauf hat. Ladet ihn euch auf euren Server ein und ihr habt damit eigentlich den Spaß eures Lebens. Ich sage, das ist Toilet Bound Hanako-kun. Er verzeiht übrigens auch eine Menge Schreibfehler. Es ist nicht Toilet Bound Hanako-kun. Cops Party glaube ich nicht, dass das ist Invisible Girl. Von dem Artstyle her könnte es noch Madoka Magica sein. Ich weiß nur gerade nicht, welches. Madoka Magica. Es ist Gaiden. Okay, gut. Das war auch mein Guess im Kopf, ob das wahrscheinlich Gaiden ist, weil ich die Visuals gerade nicht zuordnen konnte. Oh Gott. Irgendein Bishonen-Charakter mit wahrscheinlich einem... Ist das ein Umhang oder ist das einfach so ein Armschützer? Was ist das? Was ist das? Mach mal weiter, bitte. Come on, come on. Ich brauche den nächsten Captor. Ah, Fruits Basket. Ja, mein, das war doch einfach als erwartet. Ach, das ist der Movie. Ah ja, okay, gut. Ja, dann ergibt's Sinn. Dann ergibt's Sinn. Das ist Sankyo no Terror, oder? Es ist nicht Sankyo no Terror. Vom Artstyle her war das mein erster Gedanke. 91 Days wäre wahrscheinlich noch was, was hier reinfallen könnte.
Nee, Chef ist das nicht, oder? Das ist kein Chef, dann. Nee, ist nicht 91 Days, ist nicht Sankyo no Terror. Was könnte das sein? Hiermit kann ich mehr anfangen mit dem Screenshot als mit dem da unten. Der sagt mir gar nichts. Shinsekaiori ist das nicht, Blood ist das nicht. Also, ich hatte noch Blatzi als Gedanken, aber für Blatzi fehlt mir da noch ein bisschen was. Das wäre es halt sehr wahrscheinlich nicht. Der Screenshot ist absolut garbage. Ich kann gar nichts damit anfangen. Igno. Okay, No oder To? Was ist das? Was ist das? Ist das Hikari no U? Nein, das kann es nicht sein, weil... Ich kann gerade wirklich nicht zuordnen, was das sein könnte. Lassen wir uns überraschen, was das ist. Oh, Michiko Tohachin. Ja, okay, gut. Davon habe ich noch eine Folge gesehen. Da kenne ich noch gar nichts mit den Visuals anfangen. Das ist auch schon viel zu lange her. Das könnte Diano A sein. Also Diamond No Ace. Das ist Diamond No Ace. Madhouse erkennt man halt einfach sehr schnell. Wie gesagt, keine Ahnung. Gib mir bitte zu irgendeinem Anime, von dem ich auch die Charakter kenne. Die Charakter. Weil so habe ich wirklich keinen blassen Dunst, wer das sein soll. Und ich glaube, das geht euch ähnlich. Vor allen Dingen, wenn man den Anime halt nicht gesehen hat. Ryusuke Kominato, alles klar. Also ich meine, ich habe den gesehen, aber ich kann mir halt keine Namen merken. Für mich ist das halt so, ich lese den Namen einmal und, Wait. Ist das Aslan Senki? Aslan Senki? Es ist Aslan Senki, okay. Hohoho, nur an der Rüstung und im Artstyle erkannt, wow. Manchmal ist es halt so einfach, manchmal ist es aber auch wirklich schwer. Das ist Wagneria. Die dritte Staffel. Es müsste die Szene gewesen sein, auf der sie auf der Parkbank war und... Also beziehungsweise es kam öfter vor. Hitsugi no Chaika. Nicht Chiaka. Hitsugi no Chaika. Aber das war doch easy. Machen wir direkt noch eine Runde. Ich finde es immer ganz spannend, wenn ich hier irgendwas nicht sofort erkenne, weil ich mir dann immer so denke, okay, schalten wir mal das große Archiv im Kopf ein. Was genau könnte das jetzt sein? Von welchen der 3000 Anime, die du gesehen hast, könnte das ein Screenshot sein? Und dann kommt halt irgendwann irgendwas Markantes und man das ein bisschen einschränken kann. Und dann denke ich mir so, alles klar. Hierhin kann ich noch nicht genau was sagen. Bisher kriege ich so ein bisschen Tokyo Ghoul Vibes, aber es sieht ehrlich gesagt nicht ganz nach Tokyo Ghoul aus. Warten wir nochmal ab. Es kommt... Wow. Joker Game vielleicht? Wobei, der Anzug sieht ein bisschen zu modern aus für Joker Game. Wir gehen einfach mal... Es ist Joker Game, oder? Es ist Joker Game, never mind! Oh! Das habe ich ja früher erkannt als erwartet. das ist... Kakushigoto. Kakushigoto. Sehr guter Anime, by the way. Also, wenn ihr Slice of Life mögt, schaut diesen Anime, der ist sehr cool. Hat auch ein Flammpool-Opening, was ich immer wieder vergesse, dass es existiert. Tonikawa, kannst du bitte keine so suggestiven Screenshots geben? Danke, ich möchte den Kanal bitte noch am Leben halten. Da haben wir Adachi Toshimamura. Das E.T. der Yuri-Anime. Sie geht auch nach dem Screenshot und dem Opening, wo sie da mit dem Fahrrad zum Mond fliegen. Wait. Artstyle, das ist... Yahari Ore. Oder auch nicht, komm. Als ob das nicht Yahari Ore ist. Oder er nimmt da Yahari Ore nicht. Er nimmt wahrscheinlich Orega Iru an. Ja, Orega Iru nimmt er, aber Yahari Ore nimmt er nicht. Okay. Weil das sind zwei Legend-Kürzel. Orega Iru ist aber das, worunter er bekannt ist.
Das ist Demon Slayer. Das ist der Entertainment District Arc. Und ich habe noch eh zu viel reingehauen. Aber der Rinbot, der verzeiht Schreibfehler sehr gut. Also, da müsst ihr euch nicht zu viele Gedanken machen, falls ihr mal etwas nicht ganz so richtig schreiben könnt. Es ist nur, dass manchmal habt ihr ein Anime, bei dem ihr eindeutig seht, welcher es ist. Nicht der hier zumindest. Und dann gebt ihr das ein. Und dann seht ihr am Ende die Schreibweisen, die dafür möglich sind. Und denkt euch so, warum ist das, was ihr eingegeben habt, nicht möglich. Das liegt dann natürlich meistens an den Datenbanken, woraus sie entzogen werden. Aber es ist trotzdem immer ein bisschen komisch. Das sieht nach einem Kyo-Ani-Ei aus hier. Könnte das Tsurune sein? Nicht Tsurune. Tsurune. Das ist wahrscheinlich nicht Tsurune, sonst hätte er es wahrscheinlich schon genommen. Wait. Ist das... Nee, das ist doch kein Kyo-Ani, oder? Doch, das ist es. Oh mein Gott, wie... Das ist Violet Evergarden-Movie. Warum sind die Screenshots so dermaßen dunkel? Ich hatte erst an Violet Evergarden gedacht, dachte mir aber so, nein, das ist nicht so farbentsättigt. Das ist halt viel heller, aber what the heck? Das ist Railgun. Das... Also ganz ehrlich, kommt schon, Leute. Wenn ihr daran nicht Misaka erkennt, dann ist was falsch mit euch. Scherz also. Shadows. Aus. Ja, das war auch easy. Aber ganz ehrlich, manche Sachen erkennt man halt einfach, wenn man ein bisschen was davon gesehen hat, ohne Probleme. Und Misaka ist halt einer der Charakter, die halt wirklich gespammt wird im Internet. Die Rüstung ist mega markant. Was ist das? Also dieses Outfit, das ist halt so richtig markant. Mein erster Gedanke ist Lock Horizon, aber ich glaube nicht, weil dafür ist der Arzt da ein bisschen wack. Wobei man dazu sagt, ah, Zack. Okay, alles klar. Alles klar. So, machen wir noch eine Runde und ich denke, dann haben wir erstmal genug von dem Rinbot für heute gesehen. Ich werde hin und wieder mal Videos mit dem Rinbot machen, einfach nur, weil das so ein richtig schönes Filler-Ding ist und Leute dann auch selber mal die Möglichkeit haben, so ein bisschen Einblick zu bekommen, was beispielsweise ich für Anime-Kenntnisse habe. Und ihr könnt auch dann selber konfirmen, ob ihr gewisse Anime-Kenntnisse besitzt. Und ich denke, der Hard-Mode ist halt der, wie gesagt, zugänglichste, weil er halt weder zu schwer noch zu einfach ist. Also wenn ihr ein bisschen was gesehen habt oder halt so im Bilde seid wie ich, dass halt selbst extrem einfach ist, dann, ja, ist das halt immer so eine Geschichte. Aktuell denke ich einfach mal, dass es Death Note ist. Hat zumindest den Vibe davon. Das ist Death Note. Das ist El Successor. Ja. Die Rewrite-Reihe, die muss ich auch noch schauen. Das ist Mahoka Kokonoretto. Okay. Oh, nevermind. Das ist nicht Retosei, das ist Yutosei. Also ist das Spin-Off mit der Schwester. Wobei Tatsuya als Protagonist trotzdem die ganze Zeit vorkommt. Richtig harte Vibes. Wait, ist das Digimon? Ich glaube nicht, dass es Digimon ist, aber es gibt mir richtig harte Digimon-Vibes, so Asuramon. Come on, das fällt mir noch ein. Was ist das? Das kommt mir übel bekannt vor. Oh. Okay, gut, nevermind denn. Nevermind. Okay. Das ist nicht Kirito. Ich wollte gerade sagen, halten wir Kirito oder Asuna zurück, aber... ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Ich meine, man erkennt ja nicht mal ein richtiges Gesicht hier. Man erkennt halt einfach nur Brille und Fliegermütze. Ja, toll. Ach, das ist Avatar Bayer. Avatar Bayer ist mein favorite Character aus Sword Art Online. Also, wer, wenn nicht er? Avatar Bayer, die Legende. Dragon Ball. Wahrscheinlich Z, aber es mattert nicht. Das ist der 12. Movie. Ah ja, das ist mit Janemba. Der Janemba-Movie war okay. Es gibt ein paar Dragon Ball-Movies, die kann man schauen und ein paar, die sind halt wirklich kurz so. Das ist der Stil Samurai, den ich da sehe, also kann es nur Gyakuten Saiban sein. Gute Phoenix Wright. Das war pretty easy, einfach nur, wenn ihr Phoenix Wright gespielt habt, dann müsst ihr das nicht mal gesehen haben, um das zu wissen. Oder es gibt mir harte Last Exile-Vibes. Das ist nicht Last Exile, dann Toaru Kakaku. Toaru Kakaku. Wie hieß der? Toaru Kakaku. Oder ist das Skyscrapers? Wir gehen einfach erstmal mit Skyscrapers. Wobei, dafür sieht er zu gut aus. Das ist nicht Skyscrapers.
Toaru Kakaku e Hitori Shita. Ich habe wirklich vergessen, wie der Anime hieß. Von 2013. Geht halt um so ein Pärchen. Einer davon ist ein Flieger und der andere nicht. Nevermind. Das ist Zettai Karen Children. Wahrscheinlich die Unlimited, aber dürfte nicht mehr dann. Ja, es ist die Unlimited. Das hat mich sehr verwirrt. Hier habe ich gedacht, es könnte Zettai Karen sein, aber der Screenshot, der hat mich in die ganz andere Richtung gelotst. Aber hier war es dann obvious. Das sind die zwei der drei Protagonisten aus Zettai Karen Children. Ja. Erstmal ein Random House. Das ist schon mal gut. Random House kann ich immer erkennen, offensichtlich. Ich hätte jetzt hier ein paar Guesses. Wir könnten mit Vanitas Nukat zum Beispiel gehen. Ist es schon mal nicht. Das sieht... Wir können... Das ist Kaito Kid. Kaito. Wait, dann ist es Magic Kaito. Es ist nicht Magic Kaito, dann Conan. Detective Conan. Gut, es ist nicht Kaito Kid. Dann ist irgendjemand anderes mit weißem Outfit. Und irgendwas an der Seite. What the heck? Es ist Conan. Was? Das ist wahrscheinlich irgendein Spin-off, was wieder komplett komisch benannt ist. Wenn das nicht Magic Kite. Magic Kaito 1412. Die wollten wirklich noch die Zahl haben. Also ich wusste, dass die Zahl 1412 ist, aber wirklich, das ist doch eh redundant. Man weiß es ja an dem Punkt, wo es Magic Kaito ist, aber never mind denn. Es war Magic Kaito 1412. Wo war so ein Turm drinne? Es gibt ja ein paar Sachen, wo so ein zentraler Turm ist. Aber ich kann gerade nicht wirklich sagen, welcher genau. Wait, Artstyle. Ist das ein Yellow Scarf? Ist das Durarara? Okay, es gibt jetzt einen Akkord Cut, weil ich habe nämlich bei den letzten beiden Guesses mich aus Versehen gemutet. Das heißt, nicht wundern, die letzten beiden Guesses, die ich hatte, nein, die letzten drei waren es. Ab hier, wo ich Tora reingegeben habe, da habe ich mich nämlich gemutet. Meine Tasten zum Muten sind nämlich Plus und Hashtag zusammen eingegeben und das habe ich scheinbar auch mal irgendwann für mein OBS eingegeben. Und damit habe ich mich versehentlich gemutet. Deshalb gibt es hier an dem Punkt keinen Sound. Und ich zeige euch ganz kurz, was ich hier erraten habe. Das war ein Tenku Shimpan, also High-Rise Invasion. Das war ein Dragon Ball Super. Sehr einfach an Bulma zu erkennen, weil sie da nämlich so dunkelblaues Haar hat. Also so kann man es eigentlich ganz gut von Dragon Ball unterscheiden. Und das hier war Nomad Megalobox. Ich war mir die ganze Zeit unsicher, dachte, es wäre Cowboy Bebop, aber es hat sich dann hier an dem Punkt herausgestellt, dass es halt nicht Cowboy Bebop sein kann. Und an dem Punkt, als ich Joe gesehen habe, dass er älter war, da war es mir klar, dass es Nomad Megalobox ist, also Megalobox 2 dann. Okay. Und ich würde sagen, einfach nur, damit ihr es auch nochmal gesehen habt, SGVN. Das spiele ich nämlich auch ganz gerne. Spiel mir mal ganz kurze drei Runden mit dem Visual Novels. Und das spiele ich auf normal, weil easy und normal sind das, wo ich mich da bewege, da ich zwar viele Visual Novels kenne, aber auch immer noch eine ganze Menge habe, bei denen ich sehr schmerzhaft scheitere und deshalb muss ich mir dann auch immer die Sachen ein bisschen genauer ansehen. So was wie das hier. Ich habe beispielsweise überhaupt keine Ahnung, was das genau sein soll. Da muss man dann immer schauen, was halt die Hinweise hier direkt sagen. Irgendwas, nur irgendwas. Okay. Damit kann man vielleicht ein bisschen was anfangen. Ist das die Slobbish Dragon Queen? Oder wie das heißt? Nee, Marco. Das ist Marco. Marco no... Ich habe keine Ahnung. Dragon? Marco no Dragon? Nee, nicht Marco no Dragon. Das ist auf jeden Fall Marco and the Galaxy Dragon oder sowas. Marco and the Galaxy Dragon. Schauen wir mal. Makoto Ginga Ryu, so heißt das. Okay, alles klar. Gut, ich wusste doch, dass ich schon mal gesehen habe. das macht immer besonders Spaß, solche Screenshots zu bekommen, aber da ich weiß, woher das kommt, das Mugungwa, das ist nämlich aus einer koreanischen Sache. Das ist nämlich Analog A Hate Story. Das war eine der ersten Visual Novels, die ich gespielt habe.
die ich mir auch gekauft hatte. Und ich wusste da zu dem Zeitpunkt nicht mal, dass es koreanisch ist. Das ist die House in oder off, ich glaube in Fata Morgana. Hierbei gibt es immer das Problem, dass er bei dem Sequel davon nicht den Namen annimmt. Also es ist immer die House in Fata Morgana, auch bei dem Sequel. Aber er nimmt die House in Fata Morgana beim Sequel nicht. Das ist immer so ein bisschen problematisch. Aber ja, das ist im Prinzip der Rinbot. Wir werden den noch öfter auf diesem Kanal sehen, einfach nur, weil ich immer wieder mal Lust habe, ihn zu spielen. Und es eine wirklich schöne Sache ist, vor allen Dingen auch für euch, dass ihr mal so ein bisschen was zum Mittelrätseln habt. Ich werde in Zukunft auch noch andere Rätselsachen spielen. Beispielsweise werde ich mal auf Spockel rumschauen, was es da für coole Quizzes gibt oder ähnliches. Und wir werden mal schauen, was euch da in Zukunft anbietet. Aber auf jeden Fall Rinbot werdet ihr noch öfter sehen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Beim nächsten Mal werden höchstwahrscheinlich meine Leute auf dem Discord ein bisschen findiger sein und mitspielen wollen. Und ich würde auf jeden Fall sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.